Yo Leute, was geht ab? Ich bin gerade Bronze und willkommen zurück zu einer neuen Review. Heute, wie im Titel steht und endlich angekommen, gibt es die versprochene GBL Extreme. Ne, nicht GBL Extreme, hatten wir doch schon. Die GBL Boombox Review. Ja, eben gerade Post angekommen. Ich bin überrascht, dass es nicht im Zoll geblieben ist. So, schön großes Paket. Ein bisschen was versprochen von der Größe her. So, erstmal weg von unnötigen Zeugs. So, da haben wir schon mal das Meisterwerk. Okay. Gut, mal aufmachen hier. Gut, hat nicht so geklappt wegen dem Klebeband hier. Ist auch scheiße zugemacht. Das heißt, einmal mit Gewalt aufreißen hier. Gut, da ist das misshandelte Paket. Wenn ihr schon seht, total verbeult und alles. Okay, bin ich mal gespannt, wie der Gegenstand aussieht. Weißt du, ist ja schon recht groß. Würde ich legen wir mal beiseite. So, wie was bei jeder GBL Fake auch kennen, haben sie sowas auch drauf. Ob es bei der Original ist, kann ich nicht beurteilen. So, das erste, was mir schon ins Auge fällt, ist hier oben das AUX-Kabel. Was jetzt weggefallen ist. Das heißt, wo ist mit die Boombox raus? Gucken wir uns erstmal an. Das ist schöner verarbeitet, außer das hier mal wieder. Wieder typisch Gummiband. Ah, nee, ist auch Draht, sah aus wie Gummiband. Okay, das ist besser verarbeitet, noch schön orange und alles. Haben sie schon verpackt, sogar hier, Alter, für die Boombox sogar noch selber. Styropor, das ist ja geil. Okay, das heißt, den Karton legen wir erstmal weg. Was haben wir hier? Alter, fliegt alles durch die Gegend. So, an, aus, Bluetooth, bla, okay, das ist schön. Ach nee, ist noch so ein Klapphelf oder was? Okay. Quick Start Guide. Deutsch haben wir auch, das ist cool. Okay. So, gibt es ja auch das Deutsche hierfür. Deutsche Beschreibung auf der Rückseite geschickt und ich finde kein Deutsch hier drauf. Französisch. Irgendwas eine Sprache, ich verstehe es nicht. Und dann haben sie nicht mehr Englisch gemacht. Okay, das heißt, sie sollte gleich mal selber rumfuchsen. Tier. Finde ich wieder lustig. Der Tier. Ich bin mal gespannt, ob wieder so ein Ladestecker drin ist. Okay, gut, dann packen wir das mal weg kurz. Vielleicht brauche ich sie ja noch mal. Ganz weg. Gut, und jetzt packen wir das schicke Teil mal aus. Boah. Ja, die hintere Buchse, die hängt schon mal drinnen. Alles klar, das ist tatsächlich mit dem Bild drauf. Hätte es nicht gedacht, dass das mit drauf kommt. Okay, M an, aus, Boombox. Okay. Ah ja, und wieder, ich hab's doch gesagt, auf der Rückseite. Das geht wenigstens zu. Es ist nicht so aufgebaut, wie auf den Bildern beschrieben wurde. Okay. Es riecht auch so extrem nach Plastik. Die Membrane kommen beim Drücken nicht auf der anderen Seite raus. Aber ganz leicht kommen sie raus. Okay, gut. Das heißt, wir verbinden das Ding mal, machen es erstmal an. Okay, ich finde den Sound richtig widerlich in den Ohren. Das muss ich jetzt mal lassen. Gut. Gucken wir mal, wie die finden. Da ist sie schon. Boombox heißt sie. So, und verbunden sind wir. 80% hat sie noch. Gut, dann machen wir jetzt mal irgendeinen Song an. Da muss ich jetzt aber erstmal einen finden, der noch gut geeignet ist. So. Show me a piece of your heart. Können wir auch laut drehen? Also dazu muss ich mal lassen, der Klang an sich für den Anfang auch wenn es wieder kurz war, der Klang ist wieder zu erwarten. Es geht für die Größe, ist ein guter Klang. Für den Preis ist es auch recht leicht. Heißt, das Ding ist auch nicht zu, das kriegt Luft rein, es hat kein Vakuum. Jo, dann machen wir mal etwas, was ein bisschen mehr Frequenz braucht. Dann muss ich mal wieder was suchen. Ach so, auf der Suche nach Musik ist mir gerade aufgefallen. Boomsbox steht hier drauf. Sogar auf der Rückseite, Boomsbox. So richtig schön doof geschrieben. Okay, habe ich auch nicht gesehen. Steht denn auf der Originalverpackung drauf, Boomsbox? Gucken wir jetzt mal. Boomsbox. Tatsache. Alter.
Das ist so blöd. Ja, gut. Machen wir mal ein bisschen tiefe Musik an. Die fängt schon an zu knacken, wenn das schon losgeht. Das heißt, nehmen wir von an, das Ding ist auch recht billig aufgebaut, was ich außer sich so erwarten hätte. Man kann die Teile ja sogar, kann man die einfach so abziehen hier. Man kriegt die einfach hoch, ob ich die jetzt abgezogen bekomme. Sieht man schon billig, Alter. So, ich hoffe, das ist nicht zugeschraubt. Wenn doch, dann ist das wenigstens gut verarbeitet. Wenigstens etwas. Und ja, es ist zugeschraubt. Gut, ich habe nämlich jetzt keinen Schraubenzieher hier oben. Das hätte ich mir die jetzt mal angesehen. Ne, ich habe echt keinen hier oben. Schade. Egal. Die Membrane fühlen sich schon recht billig an. Ich will echt gerne wissen, wie die Lautsprecher aussehen. Warte kurz, ich hole mal Werkzeug. So, ich habe jetzt eben einen Schraubenzieher geholt, damit ich die Boomsbox öffnen kann. Davor mache ich es aber nochmal aus. Es klingt so widerlich. Anscheinend ist das doch eines der alten Modelle von damals. Ja. Schwächeanfall. Alles klar, gut. Das Gerät legen wir erstmal weg. Ja, die Schrauben haben sie schon hier drin gemacht. Die eh nichts bewirken. So. Stattdessen kann es sein, dass vielleicht noch eine Review kommt. Und zwar ist eben gerade noch ein Beamer angekommen. Den würde ich nachhinein drehen. Es kommt darauf an, welches Video zuerst erscheint. Gut. So, letzte Schraube raus. Gucken wir uns die Kiste mal von innen an. Hassliche Ding. Ah ja, ich krieg sie schon mal nicht ab hier von hinten. Seht euch das an, ey. Richtig billig gebaut. Passiert nichts. Man hört schon, wie die Luft aus den Seiten rauskommt. Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich die zum Beispiel jetzt mal abdichten würde. Ich habe das Gefühl, es ist nur eine Seite, wo Luft rauskommt. Das ist hier vorne. Schätze ich mal. Kann es auch schlecht zuhalten, oder? Ah, es kommt noch woanders Luft raus. Man sieht das jetzt nicht. Es fühlt sich schon beim Anfassen so richtig ekelhaft billig an. So wie man China Qualität erkennt. So, hier vorne hat man wenigstens mal ein Logo drauf, wo kein nicht Bild drauf ist. Zunächst mal ein Logo drauf. Das haben sie ja sonst nicht. So, das Teil, ich steck die mal zusammen. Hier vorne sind irgendwelche zwei Löcher für die zwei Teile hier. Total hässlich. Das heißt, sie kopieren wieder alles nach mit dem 3D-Drucker oder wie sie es sonst machen. Das ist eine Kunst. So, damit hinein muss ich sagen, kauft euch einfach keine Lautsprecher bei Wish. Die Wish-Lautsprecher sind nicht von der Qualität für das, was sie versprechen. Du machst ein bisschen lauter Musik an und schon fängt die Kiste an zu knacken. Da kann ich schon einen Kumpel, der hat eine JBL Extreme 2 aus der Türkei, das war auch eine Fake. Und die hat richtig Bums, ja. Die hat richtig Bombe. Und kann Sinn, dass ich die irgendwann auch bald review. Aber nur die Box, das heißt, jetzt wird euch die Box vor uns liegen. Ich zeige sie euch. Ich kenne die natürlich auch schon. Das wird diesmal nicht so eine verwunderte Review werden wie die anderen sonst. Ne, und da wird hinein. Ist das eines mit der schrecklichsten Lautsprecher, die ich jemals gesehen habe. So, das Boomsbox machen wir auch mal wieder drauf. Das ist ein Name, ey. Wer denkt sich sowas aus? Wenn wir das auch drauf kriegen würden, weil ich kann das sehr schlecht biegen, merke ich. Ach. Ach, egal, das mache ich später. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da, ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Review wieder. Ciao.